Leute, 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 Leute. In dieser Aufnahme bin ich zum Sonnengott gegangen, ja? Ich bin zum Sonnengott gegangen und habe ihn extra nach einen Trainingsplan gefragt. Oder ich habe gefragt, ob der mir irgendwie trainieren kann, weil ich der Stärkste sein möchte bei den Sonnenkriegern. Oder ich möchte mich einfach viel, viel verbessern, damit ich einfach Kieren, unseren König, beschützen kann. Was alles passiert in dieser Folge, schaut ihr jetzt! So, da soll er auch gleich sein. Ich habe auch Kieran direkt angeschrieben. Yo, Bro, Kieran! Hallo, Bro? Bro, alles gut bei dir? Sorry, Brudi, ich war gerade ein bisschen AFK. Ich habe kurz nachgedacht, was ich mache. Aber, also, was ich jetzt baue. Was geht bei dir? Was geht bei dir, Bro? Alles, bei mir geht's alles super, Bro. Erstmal, weißt du, was in den letzten Tagen auch passiert ist, das mit Tobi und alles drum und dran. Bro, es ist viel heftig. Es ist zu heftig, was alles zurzeit passiert, ne? Bro, ich schwöre dir, also ich sag dir ehrlich, mittlerweile, die Höllenkrieger machen Katastrophe Stress. Also, was heißt die Höllenkrieger? Das ist ja eigentlich nur Shutdower. Und wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Das stimmt einfach wirklich. Wir müssen Shutdower aufhalten. Und deswegen komme ich gleich auch direkt zum Punkt, was ich von dir haben möchte oder was ich von dir brauche. Ich brauche einfach deinen Segen, weißt du? Segen brauchst du? Ja, du bist mein König. Ich respektiere dich vom ganzen Herzen. Und es geht darum, Massau. Ja. Unser Sonnengott. Ja. Ich möchte gerne einer der Stärksten für dich werden, um dich zu beschützen. Aber du bist doch einer der Stärksten, Bro. Ich muss trainieren. Ich kann einfach nicht. Ich muss einfach trainieren, um einfach stärker zu sein. Und ich wollte dich fragen, ob ich zu Massau gehen kann und ihn fragen kann für ein Training. Bro, du bist so ein Ehrenmann, dass du mich da fragst. Du musst mich doch nicht fragen. Brudi, ich weiß, ich bin jetzt Sonnenkönig und so, bla 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 und dies und das und Titel, aber heißt doch nicht, dass ich jetzt über dich stehe, Bro. Ich bin immer noch der Gleiche, mach dir gar keinen Kopf. Bro, mach das, worauf du Bock hast, du musst mich doch nicht fragen, ich küsse doch dein Herz. Alles gut, Bro. Wenn du sagst, du willst stärker werden und weil du mit Massau reden willst und besser werden willst, Bruder, dann mach das 100%, du brauchst doch nicht von mir, ich bin doch nicht dein Vater, mein Lieber. Mach das, aber du bist mein Sonnenkönig und deswegen muss ich das fragen und respektiere dich natürlich. Digga, ich küsse dein Herz für deine Loyalität, ehrlich, aber Bruder, mach dir wirklich gar keinen Kopf, mach das auf jeden Fall. Kann ich dir da irgendwie helfen? Alles gut, ich versuche selber stark zu werden. Okay. Danke dir. Und was hast du jetzt genau vor? Was willst du da hingehen und mit ihm reden, oder? Ich will da hingehen und erstmal fragen und wollte ihn fragen, ob das überhaupt möglich ist. Okay, das heißt, du willst ihn fragen, ob das überhaupt... Warum verfolgst du dich? Weil du die Krone aufhörst, ja. Boah, die sieht irgendwie anders aus als eine normale Goldrüstung, oder? Finde ich auch. Die sieht heller aus. Irgendwie. Die strahlt voll. Meine Augen. Also nee. Aber jetzt, ich gehe dorthin. Nee, Bruder, ich frage. Ja, ich gehe dorthin. Ich frage und keine Ahnung, wie ich am besten stark werden kann und einfach gegen Shatoa anzukämpfen oder gegen auch Kiro. Damit dir nichts passiert. Das safe. Apropos, die Schattenkriegerrüstung brauche ich gar nicht. Ich ziehe bald meine eigene Rüstung wieder an, die normale. Also sprich die blau-weiße, weil ich habe immer noch die Schattenkrieger-Sachen an. Ist dir aufgefallen? Ja, Bro, wir haben die ganze Zeit die an. Wir müssen, glaube ich, die erstmal auch ändern. Ja, was heißt die ändern? Ich glaube eh, dass wenn wir die Sache fertig haben mit dem Relikt, dass das dann automatisch passiert. Das kann ich mir vorstellen. Hoffentlich. Aber wir gucken. Okay, Brudi, dann ich sag dir Real Talk, wenn du irgendwas benötigst, ich bin auf jeden Fall hier. Sonst, ich kann dir auf jeden Fall helfen, wenn du noch was brauchst. Dankeschön, vielen lieben Dank. Aber Kieran, ich muss stark werden. Du bist stark, vergiss das nicht. Dankeschön. So, aber jetzt, wenn irgendwas ist oder so, ich schreibe dir natürlich, du bist ja mein König und du bist ja natürlich der Erste, den etwas abfährt. Alles klar, aber vielen lieben Dank. Okay, ich muss jetzt los. Ciao, 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 ciao. Sonnenläufer, pass auf dich auf. Skirre. Okay, Leute, oh mein Gott. Okay, Kieran hat mir seinen Segen gegeben, Leute. Also, das bedeutet, dass Kieran jetzt davon weiß und ich jetzt auch direkt zum Sonnen... zu unseren Sonnenruine oder zu unserer Ruine gehen und dort erstmal Massau treffe. Und was da passiert oder so, ich hoffe, dass Massau mir eine Trainingseinheit gibt und ich mich dann unnötig oder so sage, geht leider nicht oder so, versuche selber stark zu werden. Ich brauche das nicht, Leute. Ich muss stärker werden. Ich muss einer der stärksten Leute bei den Sonnenkriegern sein. Sonst bin ich leider zu schwach und kann niemanden retten oder auch nicht Kieran retten und auch nicht Kiro. Kiro muss auch gerettet werden, Leute. Kiro muss auch gerettet werden und das bedeutet, wenn Kiro nicht gerettet wird, ist er komplett verloren. Und lass ich damit Shatoa so kleine Spielchen oder so mit seinen so kleine Marionette, was Shatoa alles von ihm möchte. Deswegen, ich gebe alles, um meine Freunde zu retten. So, Leute, ich bin jetzt direkt auch erstmal hier angekommen. Und ich gucke mal, ob ich auch direkt jetzt Massau treffe. Ich hoffe, der ist da. Natürlich, das ist unser Sonnengott. Natürlich muss er auch da sein. Und mit uns natürlich reden. Aber ich gehe erstmal dorthin und... Boah, ich habe Angst, dass er einfach mich dann absäht. Wie gesagt, Leute. Okay, das ist noch offen, Leute. Ich muss es danach zumachen. Okay, zum Glück ist er hier. Hoffentlich ist niemand hier drin. Hallo? Ist da jemand? Okay. Kein Höllenkrieger.
Ein Höllenkrieger zu sehen. Okay, zum Glück ist kein Höllenkrieger da. Okay, zum Glück ist kein Höllenkrieger da, meine Damen und Herren. Also, ich mache hier was mal zu. Upsala. Und hoffentlich ist Masao auch da. Boah, okay, das ist immer... Leute, ich bin immer noch mühsam, zittern. Immer jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, kommt so eine Sonnenenergie. Irgendwie, ich spüre dann komplett so eine Ausstrahlung. Auf einmal kommen so 50% Aura so in mir. So, wappa! Und dann auf einmal... Boah, ich bin keine Ahnung. Holy moly macaroni. Okay, Leute, geh mal hier hoch. Vielleicht treffe ich hier Masao. Oh Sonnengott, erhöre mich! Oh Sonnengott! Masao! Ich bin hier, mein Läufer. Entschuldigung. Ich verbeuge mich, mein Sonnengott. Erhebe dich, mein Kind. Dankeschön. Masao, oder soll ich sagen, Sonnengott, ich brauche Ihre Hilfe. Es geht darum. Nenn mich, wie du möchtest. Dankeschön, lieber Sonnengott. Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht darum. Ich möchte stärker werden, aber ich weiß nicht wie. Und ich komme dann zu ihnen. Ich komme zu ihnen, weil ich brauche. Ich muss stärker werden, weil. Und wenn unser Sonnenkönig verletzt wird und irgendwie der Relikt weg ist, dann ist es Schachmatt und ich kann einfach nicht. Beruhige dich, mein Läuferkind. Tut mir leid. Ich verstehe, dass du Sorge trägst, stärker werden zu müssen. Du hast auf jeden Fall das richtige Kämpferherz. Doch ich glaube, ich kann dir ja auch dabei helfen, stärker zu werden. Denn wer wahre Macht besitzen möchte, muss zuerst sich selbst besiegen. Was bedeutet das? Folge mir, mein Läufer. Okay. Oh mein Gott, Leute. Masao möchte... Bist du bereit, dir selbst entgegenzutreten? Ich bin bereit. Ich werde alles beobachten. Was meint ihr damit? Was gegen mich selber kämpfen? Was meint Masao? Was meint mein Sonnengott? Lauf nach oben. Lauf nach oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das bin ich. Das bin ich. Leute, ich muss jetzt gegen mich selber kämpfen. Leute, jetzt erstmal Action geben. Oh mein Gott, der ist ja stark. Ich muss schnell zurück. Zack, bam. Das meinte Masao. Bam, bam, bam. Oh mein Gott, bam, 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 bam. Bam und Schuss. Okay, der ist... Gott, Leute, okay, direkt jetzt mal wieder was essen. Oh mein Gott, der ist auch etwas... Der ist übel stark, Leute! Meint ihr das, Masao? Ich muss erstmal gegen mich selber kämpfen, damit ich einfach stärker werde. Meint ihr das, Masao? Soll ich das hier machen? Soll ich das tun? Lieber Masao, lieber Sonnengott, siehst du das? Wie ich stärker werde durch dich? Vielen, vielen Dank, Masao! Lieber Sonnengott, guck mal, was ich hier mache! Ich werde hier viel, viel besser und ich gebe mein Bestes damit. Es ist vorbei. Ich habe all meinen Mut gefasst, all meinen Mut gegeben, damit ich gewonnen habe. Ich spüre, wie ich stärker werde. Deine erste Prüfung ist nun abgeschlossen, mein Kind. Masao, vielen, vielen Dank. Ist das das Gefühl von Ruhm und Sieg? Was ich gerade in mir spüre... Nein, das ist das Gefühl von Befreiung. Nachdem du dich selbst besiegen konntest, hast du jetzt die Macht erlangt, alles Weitere zu erschaffen und zu erhalten. Nichts, was dir im Wege steht, sollte ein Hindernis darstellen für die Errungenschaften, die du erreichen möchtest. Vielen, vielen Dank, lieber Sonnengott. Ich verbeuge mich. Sie sind wirklich... Sie sind so eine Respektperson für mich. Wesen, vielen, vielen Dank, dass Sie mich unterstützen. Du erhebe dich, mein Läufer, und schreite eben fort. Deine Mission ist von großer Bedeutung, mein Kind. Dankeschön. Schönen Tag dir noch, lieber Masao. Dankeschön für alles, Herr Sonnengott. Auf bald. Leute, bitte. Ich habe gerade von Masao, wirklich von unserem Sonnengott, ein Training-Arc bekommen, Leute. Ey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Leute, schreibt unten in die Kommentare, was ich als nächstes fragen kann, was ich danach trainieren kann. Leute, es ist zu heftig geworden. Also, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns in einem nächsten Video, nächsten Livestream. Haut da rein, euer Pichter und ciao!